Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Survivor. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt aus dem Livestream, meine lieben Freunde. Ja, Mittwochabend, wenn ihr Bock habt, schaltet immer gerne ein. Mittwoch 20 Uhr sind wir immer live, dann spielen wir immer noch Survivor, nehmen zwei Folgen auf und ihr könnt live dabei sein und die Story weiter verfolgen. Aber was haben wir angestellt? Wir haben das Gras gehäckselt, also gemäht, geschwadert, mit dem Häcksler aufgesammelt und abgefahren. Das Ganze haben wir zu Christian in das Bunkersilo gefahren. Und da würde ich jetzt eigentlich ganz gerne mal vorbeischauen und gucken, ob da alles in Ordnung ist. Das Ganze muss ja auch verdichtet werden. Und ja, nicht nur verdichtet werden, beziehungsweise auch noch abgedeckt, dass das Ganze gären kann. Oh. Moment. Ja? Hallo? Christian? Landwehr? Ja, Christian ruft an, glaube ich. Ja, könnte sein. Bin mir nicht so sicher. Ich bin gerade, erzähl. Wo bist du denn gerade? Ich bräuchte mal Hilfe, hier die Planruf zu ziehen. Ich bin gleich fertig mit Verdichten. Tada! Und, alles klar, dann machen wir hier mal Feierabend am Telefon. Jo. Grüße, Grüße, Christian. Ich grüße dich. So, hi. Mensch. Da ist aber hier die Zwillingsbereifung extra drauf geschmissen. Na, aber man das, ist ja ausgestattet. Das sieht gut aus hier, Mensch. Das sieht richtig gut aus. Ja, finde ich auch, ne? So, das ist das alles, was rumgekommen ist hier? Na, aber ja, ich habe gehört, da hat uns der Herr Erwin, hat uns da noch ein bisschen was vorbeigebracht. Ja, perfekt, das ist super. Und habe ich jetzt gerade fertig verdichtet. Perfekt. Und wenn du willst, könnten wir Erwin. Die Folie aufziehen. Moin. Hallo. Ja, Moin. Erwin, gut, dass du da bist. Vielleicht könnten wir mal die Folie hier beim Christian draufziehen, die Plane, dass das ja auch schön gären kann. Ja, können wir kurz machen. Ja, perfekt. Das ist super. So. Wollen wir hinten anfangen? So, einer muss in die Mitte. Das wird eine schöne Silage hier. So. So, können wir? Ja, ja, wegen mir können wir. Gut. Geht's los? Jo. Und ab. Komm, auf geht's. Wiegt auch ein bisschen was hier. Ja, der Plan ist immer schwer. Muss ja auf jeden Fall noch was drauf machen. Ja, perfekt. Ihr habt mich eingewickelt. Ihr habt mich eingewickelt. Ja, warte mal, nehmen wir nochmal weg hier kurz das Stück. Nee, geht nicht. Geht tatsächlich nicht. Nee, ihr habt mich eingewickelt. Fahr mal den Traktor her, dass ich mich rausziehen kann. Bring ein dickes also, Trick mit. Das ist ein Ding. Der hilft sie einmal mit, der wirst hier mit der Plane eingewickelt. Scheiße, ich dich hier mit dem bis zum Hals hin. Christoph den Rosen. Vorsicht, Erwin. Herr Schaffmeister. Erwin, geh mal einen Schritt zur Seite. So, weiter, weiter, weiter. Noch ein Stück. Ja. Alter. Das hat gut geklappt. Perfekt. Alter Vater, ey. So, das war das letzte Mal, dass ich hier mit Plan aufgezogen habe. Und abziehen könntet ihr auch alleine. Ja, wenn kann du ja wohl nicht wahr sein. Packst, dafür können wir nicht. Übel, übel. Erwin, Mensch, was verschlägt dich denn hierher? Ja, genau. Und zwar, ich hatte eben einen lieben, netten Anruf von unserem Herrn, der unser Brot immer abnimmt. Ach, ja, natürlich. Genau, für die Bäckerei und alles. Ja. Wir sind wohl so weit, dass wir wieder laden können? Ja, wir müssen laden, weil er hatte gesagt, wir müssten jetzt einmal verkaufen, weil sonst könnten wir die nächsten zwei Wochen nicht verkaufen, weil diverse Wartungsarbeiten da stattfinden. Dann würde ich sagen, fahren wir direkt runter. Du hast einen Frontlader unten schon, ne? Ist alles da, ja. Pass auf, da würde ich mit meinem noch runterkommen. Ja. Und dann könnten wir da unten direkt das Brot aufladen. Ist ja auch wieder ein bisschen Geld auf dem Konto, ne? Muss man ja ganz klar sagen. Gut. Christian, wie gesagt, mit der Silage hier, das läuft ja auf jeden Fall. Richtig, ja. Das brauche ich jetzt ein bisschen. Aber wäre natürlich cool, ich weiß nicht, hast du noch ein bisschen Silage und vielleicht ein Heubein über, dass ich mir wenigstens über schon mal was mischen könnte? Pass auf, wegen dem Futtermischen auf jeden Fall. Also wir können oben das eine Silo von mir komplett leer machen, das ist überhaupt kein Problem. Und ich habe ein paar Heuballen oben drauf auf dem Anhänger. Die kannst du, also die können wir definitiv nehmen. Wie sieht es aus? Über einen Preis in einer hohen Minute. Ach, alles gut. Das ist, kriegt man alles hin. Weiß ja hier geben und nehmen. Wie ist denn bei dir mit Stroh? Hast du Stroh? Brauchst du Stroh? Ich habe noch ungefähr 50.000 Liter Stroh. Das ist jetzt, und die nächsten Ernten stehen ja auch demnächst an. Da kommt wieder ewig viel Stroh mit rum. Das ist absolut kein Problem. Ja, Stroh ist ja wirklich easy. Pass auf, dann machen wir das so. Dann mischen wir oben und dann kannst du es direkt runterfahren. Dann komm mal mit hoch, da zeige ich dir eben alles. Ach, du sag mal, Christian. Ja. Frage ich echt nur sehr, sehr ungern, aber. Na, wo raus? Weil ich den Pickup gerade hier sehe. Ja.
Ich habe ja meinen verkauft. Ich müsste nachher mal schnell wohin. Könntest du mir den mal ausleihen später? Warte mal also kurz. Zu gegen Nachmittag. Warte. Wenn du hier guckst, der Briefkasten, der hier hängt. Ist Silber. Da hast du, ja, das auch. Ist da der Kummerkasten. Ein kleines Fach. Da ist der Zweitschlüssel drin. Ach, außen okay. Außen Fragen greifst du dir und hängst ihn dann zurück. Das ist ja perfekt. Aber darf ich jetzt niemand verraten, ne? Ich gehe mal von aus. Ansonsten weiß ich ja ein wenig, wie ich wenden muss. Ansonsten weißt du ja, stimmt auch wieder. Scheiße. pass auf. Mach mal so. Dann würde ich mir den später einfach gegen Nachmittag mal ausborgen. Ich will noch mal schnell zum Dings hoch hier, zum Obermeier. Sprit hat er noch, also alles gut. Ja, will noch mal zum Obermeier hoch in der Hoffnung, dass die Antonia da ist, weil ich will die noch mal... Naja, ich wollte nochmal fragen, ob sie vielleicht doch nochmal auf dem Schwätzchen mit mir, die ist letztens so Hals über Kopf abgehauen, das war, naja, ein bisschen blöd irgendwie, aber der Gesamtsituation wieder mal geschuldet. Okay, ja, wie gesagt, gut. Ich hatte euch ja nur reden sehen, war ja mit meiner Musik und der Arbeit beschäftigt und dann ja, war sie auch schon weg. Ich muss auch unbedingt zusehen, dass ich Feld 7 noch geerntet bekomme und die anderen zwei Felder wieder angesehen, das ist absolute Priorität, ey. Da wollte ich auch noch mit dir quatschen wegen der Ernte, weil ich auch gesehen habe, dass die 7 steht. Ja. Außer in Glas wahrscheinlich wieder. Habe ich vorhin noch ein bisschen dran geschraubt, deswegen steht er da auf der Ecke noch. Ja, ja. Kannst ja aber, wenn du willst, nehmen oder ich ernte für dich, ist mir relativ. Also nur, wenn du Zeit und Luft hast, wenn du da schon anfangen willst, ohne Frage, dann würde ich schnell das Brot laden und dann würde ich direkt dazukommen. Das können wir durchaus machen. Jetzt habe ich aber mal noch eine andere Frage, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Ich habe noch ein paar von der letzten Ernte hier, von dem Feld. Habe ich noch ein paar Sojabohnen, knappe 10.000 Liter. Ich habe gehört, die Schweinewirte freuen sich über Sojabohnen mitunter. Kennst du da einen Schweinewirt hier? Der Damien. Damien. Also der einzige, der mir jetzt einfällt mit Schwein, wäre der Damien, glaube ich. Die anderen haben alle Kühe. Okay. Der Damien. Hättest du da eine Nummer von ihm? Ja, ja. Pass auf, ich gehe mal schnell hoch. Ich hole mal den Trecker. Da habe ich auch meine ganzen Kärtchen drin. Okay. Weil ich fix den... Ich komme eh mit, du wolltest mir aber zeigen. Genau, pass auf, dann machen wir das. Lass uns mal hochflitzen. Machen wir. So. Wir sind ja fit hier. Genau, und dann kannst du den Damien anrufen. Sagst du schöne Grüße von dem Landwirt? Mhm. Der weiß ja gleich, ich habe den schon ein paar Mal mit Erdfrüchten beliefert und dann geht er... Hä, wer ist denn hier? Wir hätten hier einen Zettel bei mir an die Tür gehangen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, warte mal ganz kurz. Hä? Moment. Was ist das denn? Hallo Landbert. Nach langem Hin und Her überlegen, habe ich mich zu dem Entschluss durchgerungen, meine Sachen zu packen. Die Zeit mit ihr war sehr ereignisreich und mit viel Aufregung behaftet. Das ist auch der Grund für meinen Abschied. Denn dieser angebliche Mordversuch war keiner. Und das weißt du auch. Diese Sache und noch jemand anderes, der es mir nicht wirklich leicht gemacht hat, sind der Grund. Weiterhin viel Erfolg und lass dich nicht unterkriegen. Grüße, Onno. Oh nee, oder? Na toll. Ey, Onno ist ja jetzt schon eine ganze Ecke nicht da. Ist der derjenige, der hier ab und an mal ein bisschen rumgesprungen ist? Ja, ja, der hat... erst hat er Urlaub gemacht, dann war er noch auf einer Weiterbildung, dann war er krank gewesen und mir kam das eh schon komisch vor, weil er sich immer weniger gemeldet hat. Und jetzt habe ich hier einen Zettel an der Tür, dass er... Und vor allen Dingen, warum ist er abgehauen? Wegen Lanze. Der Lanze hat ihn damals vollgekäst wegen dem Mordversuch, weil er angeblich über den Fuß gefahren wäre. Also das war auch der obvieste Supergau. Aber er hat drauf geschrieben, noch jemand anderes... Ey, es wird da nicht etwa auch der Lanze und der Bärbillig gewesen sein, der Eduard. Die werden doch mir den nicht etwa auch verkraut haben. Also das wäre ja der absolute Hit. Du scheinst mit Lanze und Bärbillig ziemlich... Da gibt's auch, ja, das muss ich dir mal in einer ruhigen Minute erzählen. Da gibt's tatsächlich ein paar Sachen, aber da will ich noch nicht drüber sprechen, weil das ist zu heiß, das Ganze. Okay. Pass auf, hier ist der Futtermischer. Guck mal, das gute alte Stück. Nicht wundern, der ist ein bisschen älter schon. Ah, ja. Den schnappst du dir hier drüben, die Heuballen kannst du dir auch nehmen. Okay. Gut. Ja, hier die Heuballen und vorne einfach das erste Silo auf der rechten Seite. Das rechte, gut. Genau, das ist fertig, da kannst du loslegen. Also jetzt fürs Verständnis, das erste. Auf der rechten Seite. Also wenn du davor stehst, rechts. Gut, wunderbar. Na, passt. Aufgedeckt. Gut, warte, komm her hier. So, es ist unglaublich. Ey, jetzt ist Onno auch noch weg.
Mann, ey, mir wird's aber auch nicht leicht gemacht. So, komm her, hier, das ist die Visitenkarte von den Damien, da steht die Nummer drauf. Wie gesagt, sagen schönen Gruß von Landbert und ich habe dich geschickt. Und fertig, ne? Wunderbar, ich danke dir auf jeden Fall. Ja, schönen Tag dir, wir hören uns dann gleich. Wie gesagt, wenn ich durch bin mit dem ganzen Organisatorischen, sehe ich zu, dass ich den Dröscher schon hinter schaffe und schon mal anfange. Perfekt, super, danke dir. No? Gut, bis später. Viel bis später, Spaß. Tschüssi. Okay, ja super. Ono ist uns auch abgehauen, das war mir gleich verdächtig, weil der so lange nicht da war und auch den Krankenschein und alles und dann, der war sowieso am Telefon auch so komisch gewesen und ich weiß nicht, also keine Ahnung, aber ja gut, ganz toll, ganz toll. Frag mich nur, wen er mit den anderen meint. Wer ihn da quasi, ja, muss ihn ja noch irgendeiner beklingelt haben. Oh nein, was ist denn da vorne los? Mal lieber die Gabel runter hier. Was ist denn der jetzt? Hallo, ist hier irgendwie gesperrt, Herr Lanze? Was dumm dran, die ist gesperrt. Was, hier ist gesperrt? Ja, das ist gesperrt. Wo soll ich denn langfahren? Ich muss zu meiner Mühle. Ja, da musst du lassen fahren. Da ist gesperrt. Ehrlich jetzt? Kann ich nicht hier schnell wenn durch? Wenn ich sage, da ist gesperrt, dann ist gesperrt. Okay, darf ich fragen, warum gesperrt ist? Steig in den Traktor und fahr weiter. Aber Sie können... Frage der nationalen Sicherheit. Ja, auf jeden Fall der nationalen Sicherheit. Das glaube ich auch. Ey, das ist ein schlechter Scherz. Ja, ganz großes Kino. So. Wo fahren wir jetzt lang? Moment, ich glaube, es gibt noch einen Weg oben durch den Wald. Es gibt noch einen Weg oben durch den Wald. Ja. So, Moment. Dann fahren wir einmal hier nochmal über den Hof. Oh, echt gesperrt. Mann, das ist doch zum Heulen. Das ist echt zum Kinderkriegen. Okay. So, ich glaube, hier oben rum sollten wir auch kommen. Das sollte passen. Das sollte definitiv passen. Gab es, glaube ich, einen Schleichweg hier oben rum. So, dann fahren wir einmal hier lang. Dann glaube ich hier rechts weg. Und dann sollten wir eigentlich direkt bei der Mühle rauskommen. Ich hoffe, es gibt noch ein bisschen Brot zu laden und ein bisschen was zu helfen. Der Schafmeister, der Erwin, ich glaube, der wird sonst irgendwann, würde die Zusammenarbeit mit mir beenden, wenn das so weitergeht. So, okay, perfekt. Ja, das sieht gut aus. Vor allen Dingen frage ich mich, was der Grund ist für die Sperrung. Also ganz ehrlich, das ist wieder so eine Schikane. Der steht dort und wartet auf mich wahrscheinlich und naja gut, wollen wir mal nichts. Also das ist doch der Witz. Also das ist doch da wirklich der Witz ist das. Das ist ein Witz, oder? Aber ganz ehrlich, jetzt steht er hier oder was und es ist gesperrt? So. Moment. Der Sache gehe ich auf jeden Fall mal nach. Oh, der Weinstefan. Herr Lanze? Herr Lanze? Herr Lanze? Was scheißt denn so blöd? Ah, lass mich raten, jetzt ist hier gesperrt, oder? Der ganze Straßenabschnitt ist gesperrt. Willst du mir jetzt erzählen, wie man Arbeit macht, du Grippe? Mach einen Abgang. Hier ist was los. Herr Schäfer, alles gut bei Ihnen? Ja, alles gut. Ich muss das nur mal verdauen, was der Herr Lanze hier. Das ist nicht so einfach mit dem Herrn. Beim Herrn Lanze, das ist ein sehr, sehr schwieriger. Oh, nee. Ich habe nochmal von den Herrn Haugesund. Kennen Sie den? Den Herrn Haugesund? Ja, den kenne ich. Weil ich
bräuchte dringend Milch für die Butterfabrik. Es gab da wohl, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen darf, aber es gibt da ein Problem mit dieser Milch von Herrn Bosbach. Und damit die Produktion nicht komplett stillsteht, brauche ich jetzt dringend Milch. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht. Es gibt Probleme mit der Milch vom Herrn Bosbach? Oh ja. Bevor wir die Fabriken befüllen, wird die Milch ja kontrolliert. Und da sind Hemmstoffe gefunden worden. Hey, du öliger Haring, du. Kannst jetzt wieder durchfahren. Ah, danke, Herr Lanze. Super. Das ist, du den sarkastischen Ton kannst du sonst wo stecken. Nee, ich frage mich nur die ganze Zeit, was der Grund für die Sperrung war. Heute dein Goschen habe ich gesagt. Ja. Bist du Polizist? Nein, bist nicht. Ein Bauer bist. Ein quampertes Bergschaft bist. Das lass mir mal Ruhe. Vitos. Was denn? Er kommt da schon wieder her und pulvert schon wieder rum, weißt du? Das geht mir so auf den Sack. Ja, aber wir müssen auch was tun hier, ne? Du darfst ja was machen. Erwin, bei dir ist alles gut, aber der komische Saupreis da hinten, der nervt mich. Ja, der hilft mir aber gerade. Wolltest du nicht einmal abhauen, Chevy? Nee. Wohin soll ich denn abhauen, hä? Na, was weiß ich, da wo du hergekommen bist. Ja, passt dir nicht, dass ich da bin, oder? Ja, schau dir mal dein Gesicht an, wem soll denn das passen? Mhm. Deins kann aber auch nur die Mutti lieb haben. Ich hab wenigstens eine Mutter, die mich liebt. Das ist ein Argument. Echt komisch. Also Erwin, jetzt mal ohne Mist, ich weiß nicht, was ich dem getan habe. Ich weiß auf Biegen und Brechen nicht, was ich dem getan habe. Was soll denn das? Er hat sich doch bei dir noch vor ein paar Tagen oder so irgendwie ausgeheult oder so, ne? Ja, wie ein kleines Mädchen hat er geheult. Meine Antonia! Meine Antonia! Und ja, wie sehr er sie vermisst und bla und so weiter. Wie ein kleines Mädchen hat er geheult von mir. Glaub, und alles. Aber jetzt seitdem dreht er komplett am Rad. Aber, pass auf Erwin, ich... Vielleicht können wir später mal drüber sprechen. Ich meine, wir sind ja irgendwo Geschäftspartner und ich habe echt gutes Vertrauen zu dir. Vielleicht kann ich dir das später mal erzählen. Da, es gibt da nämlich noch eine andere Sache. Aber Stefan, pass auf. Der Herr Bosbach, die Milch vom Herrn Bosbach, also das wundert mich echt, weil der Herr Bosbach ja hier der Premium-Milchbauer, so tut er sich jedenfalls ja immer. Ja, das war auch das Problem. Wir haben bei unseren Fabrikanten nachgefragt, weil wir jetzt auf ihre Milch umsteigen wollten. Ja. Bezüglich der Butter. Und da wurde schon mit einem, ja, kamen schon komische Aussagen, wieso von Schewe, dass, ob wir die verkaufen und so weiter. Ich weiß nicht, ob da irgendwas im Argen ist. Deswegen wollte ich zu den Haugesund, aber es sind halt Hemmstoffe in der Milch von Herrn Bosbach gefunden worden. Würde bedeuten, dass er über 5 Cent Abzug pro Liter bekommt. Kriegt jetzt laufend Besuch vom Veterinärsamt, damit die Tiere quasi kontrolliert werden. Also da rollt ein Riesenverfahren auf ihn drauf zu. Und wir wollen natürlich unsere Produktion vernünftig führen und jetzt brauche ich halt dringend Milch. Jetzt hätte ich bei Ihnen nachgefragt oder bei Herrn Haugesund. Also ich habe da nicht herlaufen. Ja, ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Milch oben drin. Das können Sie sich direkt rausnehmen, das ist kein Thema. Oh. Damit wäre natürlich schon super geholfen. Ich habe so immer manchmal das Gefühl, die gesamte Kriminalität findet nur an dem Fleck statt, wo ich bin. Ja, und der Herr Haugesund, der Christian, frag auf jeden Fall mal nach, Stefan, weil der ist am Hof, also definitiv, das kann ich mir schlecht vorstellen, dass der dir nicht hilft. Ja, es wurde mich gemeldet, dass er mittlerweile auch über Tiere verfügt und... Genau, der hat auch Kühe und wir arbeiten auch gut zusammen. Ist auch selbes Mischfutter und alles, von daher, also jetzt bald selbes Mischfutter, er hat ja welches eingekauft, das ist ja aber eigentlich von guter Qualität. Und von daher, da müsste alles sauber sein und stimmen und passen. Gut, es wird definitiv kontrolliert. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Das müssen wir bei jedem machen. Ja, nur, Kalle. Dass es jetzt bei Bosbach so kam, ja. Sind wir echt erschrocken. Weil also das ist allen vor allen Dingen, Stefan, wie lange holst du denn da schon Milch? Gab es da schon öfters Probleme? Nee, also die erste Produktion war super. Als wir auch diese Tage, also die Tage ja. hatten... Butter. Ja. Die Butter ist so verkauft worden, also richtig gut. Naja, es war ja auch bei diesen Gewerben. Um den Markt ein bisschen zu füllen, auch mal den anderen Viehwirten die Chance geben, ihre Produkte halt höherwertig zu verkaufen. Und dann gab es schon die ersten Ablehnungen, wollten wir es wieder mit der Bosbach-Milch befüllen und dann kam halt direkt diese Meldung nach dem Motto, hier stimmt was nicht, jetzt muss ich die Anlage komplett reinigen, also hat einen riesen Kostenaufwand dadurch. Und jetzt müssen wir davon erstmal ein bisschen Abstand nehmen und erstmal auf die anderen Viehwirte umsteigen, damit uns die Produktion nicht stillsteht und halt uns nur noch Geld kostet. Wir wollen ja Geld verdienen. Ja, klar, auf jeden Fall. Nee, und wenn da Verunreinigungen drin sind, dann ist das natürlich sehr schlecht. Gerade mit Hemmstoffen, da ist nicht mehr zu spaßen. Also das verstehe ich. Schlimm. Okay, nee, gut. Wie gesagt, Stefan, dann fahr hoch. Da weiß ich Bescheid und Genau, sobald die Verarbeitung durch ist, dann komme ich hier vorbei oder überweise das Geld gerade direkt.
So machen wir es, perfekt, das läuft. Alles klar, danke schön, Herr Schäfer. Danke dir, danke, tschüss. Kannst ruhig Landwert sagen, ne? Alles wenn klar. Du möchtest. Ja, gerne. Ja, super. So, perfekt. Gut, ach Erwin, du bist... Erwin hat wieder alles alleine gemacht, ach Mann. Eigentlich ganz alleine, ne? Darf ich wenigstens wegfahren? Oder soll ich wenigstens wegfahren? Zwei Stück kannst du erstmal noch drauf tun. Ja, zwei Stück tue ich noch drauf und... Nee, warte mal, du hast die besseren Connections. Kann ich mit dem Weitrammer? Ja, klar. So, pass auf. Du musst aber bitte Gewicht dranhängen hinten. Ja, wo hast du denn das? Hier vorne. Okay. Sind die so schwer, die Paletten? Kannst ja mal ohne probieren. Krass. Ey, guck dir das doch mal an, Erwin. Der macht doch ja... Hast du noch einen Sitz hier drin? Ja. Nee. Nee, geht nicht. Also, haben sie ohne. Okay. Ja, Erwin, also das ist, also bei dem bin ich mir echt, das ist, also das reine Schikane ist das. So, Vorsicht nicht, dass ich dich noch erwische hier. Oh, kein Problem. So, dann laden wir mal das Brot noch auf und dann, aber das sieht ja richtig gut aus. Also Mensch, die Produktion, die läuft ja, das ist ja sensationell, Erwin. Dank deiner Hilfe geht das super, ja. Ja, naja gut, ein bisschen Beitrag leiste ich ja auch dazu mit dem Getreide und alles, ne? Geht aber schon. Also bis jetzt bin ich wirklich zufrieden mit dir und ich hoffe, das bleibt so. Erwin, da ist mein Wort drauf. Das bleibt definitiv so. Ich bin auch froh, dass wir uns gut verstehen. Ich sag mal, ein paar Leute gibt es ja, mit denen ich hier echt super auskomme. Aber ich habe so echt das Gefühl, dass ein paar Vereinzelte ja, hier einfach nur da sind, um mir einen Strick zu drehen. Oder beziehungsweise wäre ich auch... Oh. Moment. Du. Okay, das ist wirklich sehr mehlhaftiges Brot. So, warte mal, ich kann dir leicht runterdrücken hier, das gute Stück. Warte, sagte. Gut. Ja, die weit fehlt. So, warte, ich mach die eine Palette noch drauf. Hast ja Gott sei Dank Radgewichte, nicht, dass der Traktor noch nach oben geht. Ja, ich sag, ey, wir haben echt schweres Brot, muss ich sagen. Das ist der Wahnsinn. Das sind die Körner in der Semmel. Ja. Das sind die Körner in der Semmel. Aber Erwin, ich habe wirklich das Gefühl, ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwie, sag mal, gab es hier schon öfters mal neue oder hast du vielleicht mal was von den zwei Brüdern hier gehört? Ich meine, ganz ehrlich, ich habe echt langsam das Gefühl, dass mich bestimmte Leute hier loshaben wollen. Also von meiner Seite möchte ich nicht, dass du hier weggehst. Okay. Aber von den zwei Brüdern kann ich auch wirklich echt nicht so viel sagen. Wie gesagt, wo ich herkam, waren die schon weg. Ach, da waren die auch schon weg, ja, stimmt. Stimmt, das hast du mal gesagt. Aber sonst... Momentan weiß ich sowieso nicht, also... Okay, sieht gut aus, Erwin. Ja. Okay, ich denke, das reicht auch für den Anhänger. Ich denke, das reicht. So, okay. Gut, dann, wenn du das ausliefern gehst, dann würde ich erstmal wieder hoch zum Hof gehen, würde meine Ernte noch mitmachen und würde meine Felder bestellen. Und muss, glaube ich, hier mal fragen, ob der Herr Lanze noch irgendwie ganz auf der Höhe ist, was der hier für eine Show abzieht mit seinem Blaulichtgetüdel hier ständig drumherum hier. Kein Problem, ich melde mich dann, sobald das Geld von dem Herrn überwiesen wurde. Aber hast du gehört, der Bosbach, Probleme mit der Milch? Verunreinigung in der Milch beim Bosbach? Nee. Hat er gesagt, hier, der Stefan hier gerade. Premium-Milch hier überhaupt in ganz LRW. Ja, das hat er mir ja auch immer erzählt. Deswegen, Verunreinigung in der Milch, das ist ja schon, naja gut, man weiß immer nicht, was ist vielleicht schiefgegangen. Naja gut, schauen wir mal. In der Hinterhand irgendeinen Menschen, der ihn nicht mag oder so. Der Herr Bosbach? Ach, das können wir bei dem echt nicht vorstellen. Also mich wundert es ja, dass ich nicht die Verunreinigung in der Milch habe, Erwin. Aber das will ich mal lieber nicht zu laut sagen, ne? Wollte ich gerade sagen, ne? Alles klar. Guti, dann bis nachher, ne? Jo, sag mir Bescheid, Erwin. Tschüssi. Jo. So, gut, dann, es ist schon wieder kurz vor 15 Uhr, Mensch. Ich muss unbedingt den Herrn Obermeier noch erwischen. Das ist wirklich wichtig.
dass ich da, na, was heißt den Herrn Obermeier? Also den Herrn Obermeier und die Antonia. Am besten zusammen wären wir am liebsten. Die zwei sind ja gut befreundet. Mit dem Herrn Obermeier komme ich ja eigentlich ganz gut klar, mit den Alois. Das wäre ja vielleicht, dass ich nochmal mit ihm rede. Mit der rede. Also ich sehe, ich glaube, ich weiß nicht warum, aber seitdem die Antonia im Dorf ist, ich irgendwie sehe ich sie als Schlüssel zum Lanze. Ich glaube, an den Herrn Lanze werde ich definitiv nur rankommen oder nur... Da wird nur irgendwie Frieden herrschen, wenn die Antonia da irgendwie mit zu beiträgt. Ansonsten glaube ich, ist das so festgefahren. Ich glaube, auf Eduard kann ich mich absolut sowieso nicht verlassen, weil der ja sowieso nach 5 Minuten alles vergessen hat, was er mir gesagt hat oder was wir ausgemacht haben. Der hat mich schon so oft hinterrücks angekeckert. Das macht keinen Sinn. Na gut, in diesem Sinne werde ich mich erstmal um die Felder kümmern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge natürlich wieder. Lasst das Däumchen da. Und ja, am Donnerstag geht's. Nee, am Samstag geht's weiter, meine Lieben. Kuss geht raus. Tschüss.